Wie du weißt, hat mich dein Großvater als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Seinen letzten Willen hat er vor Jahren auf Video aufgenommen. Ich vermache hiermit meinem Enkelsohn 100 Millionen Dollar. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er bis zu seinem 30. Geburtstag heiratet. Du hast bald Geburtstag, oder? Ja, morgen. Wenn du nicht heiraten solltest, werde ich dich ohne einen einzigen Cent abservieren. Wann ist die Hochzeit? Wir beide sind in unserer Beziehung an eben diesem Punkt angelangt. Du hast gewonnen. War das dein Heiratsantrag? Lass mich raten, du bist nicht verlobt. Er hat's vermurkst. Die Frau, die ich liebe, hat mich gerade stehen lassen. Dann such dir eine andere, die dich heiratet. Jetzt zieht dir der Top-Ehefrau an Land. Sieht das Testament vor, dass wir im selben Bett schlafen? Wenn du nicht gerade hier reingeschneit wärst, hätte ich vergessen, dass du existierst. Und als Nächste hast du gleich an mich gedacht. Es gibt nur einen, der einer Frau sagt, dass sie erst die Dritte auf seiner Liste ist. Ja oder nein? Kinowelt präsentiert. Wie konntest du 6-mal daneben hauen? Verzeihung, 10-mal hast du über das Geld gesprochen. Chris O'Donnell. Ihr drei macht es euch leicht. Ihr sitzt einfach da und sagt, dass ich mir die Frau aus dem Kopf schlagen soll. Aber ich liebe Anne. Renee Zellweger. Ich verstehe mich vielleicht nicht drauf, einen Heiratsantrag zu bekommen. Du hast gewonnen. In einer Komödie über die große Frage, für wen sollst du dich entscheiden? Wie wär's mit meiner Tochter? Sie ist 15. Ist es jetzt nicht ein bisschen spät, wählerisch zu werden? Wie weit kannst du gehen? Dann kriege ich das Geld eben nicht. Ich bin bis jetzt auch ohne ausgekommen. Du hast einen Knall. Wo willst du hin? Dir eine Frau besorgen. Und vor allem... Hinterher! Wie schnell kannst du rennen? Ich habe letzte Nacht jede Frau, die ich kenne, gefragt, ob sie mich heiraten will. Das ist meine! Hau ab, du hässliche Kröte! Hässliche Kröte? Nur die nicht, die ich liebe. Ruf ihn an. Okay, und was soll ich sagen? Dass ihr weiterhin zusammenbleibt, solange er dir keinen Heiratsantrag macht. Großer Gott! Wenn ich mich richtig erinnere, vergehen die ersten 10 Ehejahre so schnell, dass du es kaum merkst. Wirklich? Nein. Der Junggeselle. Wo ist Jimmy?